Die frechen Wolkenmeer-Mogris haben dich also schamlos ausgenutzt und für sich schuften lassen. Das Signalhorn hast du dir hart erarbeitet. Von deinen Abenteuergeschichten kriege ich nie genug, wie oft ich sie mir auch anhöre. Jedes Mal gibt es wieder etwas Neues zu entdecken. Deine Berichte von deinen Reisen erlauben mir einen neuen Blick auf die Dinge. Selbst meine Heimat erscheint durch deine Augen betrachtet auf einmal wie eine fremde Welt. Eine Reise ist etwas Wunderbares. Darf ich das etwa als Einladung verstehen? Ich gebe zu, eine Reise klingt verlockend. Bei deinem Bericht vorhin musste ich an die Landschaft in den wallenden Nebeln denken und daran, wie aufregend es ist, neue Gebiete zu erkunden. Ich würde deine Einladung liebend gerne annehmen, aber das geht nicht. Nicht jetzt, da ich gerade erst zum Vorsitzenden des Oberhauses ernannt wurde. Ich werde mir den Traum für später aufheben. Dank dir findet in Ishgard endlich ein echter Wandel statt. Doch die Einführung einer Herrschaft des Volkes ist erst der Anfang. Ein Wandel auf politischer Ebene genügt nicht. Er muss sich auch in den Herzen der Bürger vollziehen. Ich frage mich, ob ich das noch miterleben darf. Wohin der Weg führt, ist ungewiss. Doch ich muss ihn weiter beschreiten. Das schulde ich meinen Gefährten, die ich zurücklassen musste. Ich sehe jetzt noch vor mir, wie du festen Schrittes auf Nidhogg zugehst. Diese Szene hat sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt. Wie könnte ich da meinerseits zögern? Im neuen Volksrat wird diskutiert, welche Maßnahmen erforderlich sind, um gute Beziehungen zum Ausland aufzubauen. Natürlich hat zunächst der innere Friede Priorität. Doch wir dürfen das Verhältnis zu den anderen Stadtstaaten nicht vernachlässigen. Die Truppenübung war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir schulden den Stadtstaaten Dank für ihren Einsatz. Auch dir, liebe Freundin, gebührt Dank. Was du für den Bund der Morgenröte und die Stadtstaaten, für Eorzea, getan hast, soll dir eines Tages vergolten werden. Deinen Heldenmut wird dir das Ishgarder Volk nie vergessen. Im Namen aller danke ich dir von ganzem Herzen. Da gäbe es noch etwas, was ich dich fragen möchte, aus rein persönlichem Interesse. Was sind nun deine nächsten Ziele? Ich spreche nicht von den Zielen des Bundes der Morgenröte, sondern mich interessiert, was du selbst anzustreben gedenkst. Verzeiht die Störung!
ein Bote der Fortin. Ist etwas vorgefallen? Melde einen Notfall, Großmeister. Ich habe eine dringende Nachricht an die Kriegerin des Lichts, die keinen Aufschub duldet. Gerade eben ist Herr Tancred völlig außer Atem im Hause meines Herrn angekommen. Er hatte eine Verletzte bei sich. Herr Alfino und Frau Tataru kümmern sich um sie. Doch ihr Zustand ist kritisch. Ihr möget euch unverzüglich in der Residenz einfinden. Ich begleite dich. Vielleicht kann ich helfen. An dieser Stelle endet die Geschichte. Doch ein Ende ist auch ein Anfang. Die Abenteurerin, die erneut ihren Heldenmut bewiesen hatte, setzte ihre Reise fort. Es war, als ob das Schicksal selbst sie führen würde. Ihr Weg führte sie in weite Ferne, neuen Herausforderungen entgegen, auf einen neuen Schauplatz für große Schlachten. Was bei Halone? Das ist Alize, Alfinos Zwillingsschwester. Das waren die Krieger der Dunkelheit, diese Mistkerle. Seit dem Vorfall auf der Friedensfeier hatte ich sie im Visier gehabt. Und Alize ebenfalls, die auf eigene Faust Nachforschungen angestellt hatte. Im Finsterwald haben sie ihre Verfolgerin ertappt. Ich konnte ihr gerade noch zu Hilfe eilen. Wir sind geflohen und ich dachte schon, wir hätten sie abgeschüttelt. Doch kurz bevor wir Kürtas erreichten, haben sie uns erwischt. Alize hat einen Giftfall abbekommen. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Auch euch vielen Dank, Großmeister Emmerik. Ich weiß, wie beschäftigt ihr seid. Macht euch um mich keine Sorgen. Wie steht es mit Ihrer Verletzung? Die erforderlichen Notmaßnahmen habe ich ergriffen. Ihr Leben ist außer Gefahr, doch sie ist noch sehr geschwächt. Meine Schwester und ich, wir kamen mit demselben Ziel hierher, um Eorzea zu retten, das unser Großvater Louisois mit seinem Leben verteidigt hat. Doch die ständigen Kämpfe und politischen Intrigen bekümmerten und erzürnten meine Schwester sehr. Also hielt sie sich fern vom Bund der Morgenröte und distanzierte sich auch von mir, der ich mittendrin stand im politischen Geschehen. Meine Schwester wollte auf ihre eigene Weise für die Zukunft Eorzeas kämpfen. Bestimmt war sie deswegen auch den Kriegern der Dunkelheit auf der Spur gewesen. Alize ist zwar kein Mitglied des Bundes der Morgenröte, doch auch sie will nur das Beste für Eorzea. In diesem Sinne ist sie unsere Gefährtin. Doch vor allem und an erster Stelle ist sie meine Schwester. Ich bitte euch inständig, helft ihr wieder gesund zu werden. Welchen Grund hätte ich euch meine Hilfe zu verwehren? Ich werde veranlassen, dass Alize die bestmögliche medizinische Versorgung zukommt. Bring sie ins Hospital der Kongregation. Erkläre Abel, was vorgefallen ist, und bitte ihn, alles in seiner Macht Stehende für sie zu tun. Ich muss euch etwas Wichtiges sagen.
die Krieger der Dunkelheit. Sie stecken mit den Ashians unter einer Decke. Dass sie einen Primae nach dem anderen töten, ist Teil ihres Plans. Als nächstes wollen sie ihn Xalfatul Garuda unterwerfen und den Primae einzig zu diesem Zweck ein weiteres Mal beschwören. Bitte, du musst sie daran hindern. Du musst ihren Plan vereiteln. Ich werde unverzüglich den anderen Bescheid sagen. Tankred, kannst du Alizé zum Hospital begleiten? Deine Aussage könnte helfen, das Gift zu identifizieren. Ja, verstanden.